Aber ich glaube, die Young Boys, die können ihr Herz nicht genau gleich erwärmen. Nein, aber es ist glaub, grundsätzlich, ich habe die Schnauze voll von Fußballern, ich habe die Schnauze voll von diesen Unterarmen, die tätowiert sind, von diesen Pussys, die immer stürzen im Strafraum. Oder von einem Steffen, der erklärt, wo der andere Schwalbe macht, erklärt er der Schweizer Bevölkerung, dass das die einzige Option war, die der Stürmer noch hatte. Und wenn ich dann draußen die Männer anschaue, oder, wenn mal einer einen Schwalbe macht, das ist also wirklich ein Drama. Das scheisst es alle zusammen aber richtig an. Ich habe einfach diesen Sport gerne, weil er viel unverfälschter ist, weil es tougher ist und weil es nicht so uniform ein Scheissdreck ist, wenn ich in Italien den Buben zuschaue am Strand, wie sie Schulter stehen, alle bei einem Freistoß her wie Ronaldo und alle zusammen spähen rum. Und dann ist irgendein Scheissball, der irgendwo in die Gelateria reinfliegt. Und dann rennen sie. Es ist alles irgendwie so Pussy-Zeug. Ich muss nicht mehr schauen. Ich werde wahrscheinlich auch die Europameisterschaft nicht schauen. Und WM schon lange nicht mehr. Ich kann mich betrinken in dieser Zeit. Es ist ein Scheiss-Sport geworden. Und die Pschiss-Siecher von FIFA. Oh, es ist alles einfach abgekartet und blöd. Das regt mich auf, das ist hier nicht. Also bleiben wir doch beim Positiven, oder? Beim SC Bern. Und sie können sich, glaube ich, auch mehr in